Und damit herzlich willkommen zurück zu Farming Simulator 22. Ich bin immer noch hier am Grubbern. Der Toto quält sich immer noch mit dem Auftrag auf Feld 50. 90.000 Geld sollen wir bekommen dafür, dass wir da ansehen. Ungünstig an der Geschichte ist, das Feld hat einfach mal ebenso 36 Hektar. Das ist übrigens eine ganze Menge. Und dafür haben wir uns eine Amazone gemietet, lassen aber inzwischen ein bisschen mehr den Bot laufen, weil ja, ansonsten bräuchten wir fast 30.000 Liter Saatgut und das alleine nur da hochkriegen, dauert doch eine ganze Zeit. Naja, gut. Der Eis ist wieder im Lurk, alles klar, lieber Eis. Ansonsten, ne, wie gesagt, gerne mal einhaken. Und Antorius, was meinst du mit Auflagen? Von der Heizung oder generell vom Heizsystem oder wie auch immer? Wer in der letzten Folge aufgepasst hat, wir quatschen gerade ein bisschen so über Häuser und was da halt so alles zugehört. So, jetzt schmeiße ich hier gerade auch noch mal kurz den Bot ab. Vom Start für die Heizung habe ich schon gehört, dass das richtig krass inzwischen ist, auch was Effizienz und so angeht und. Aber ich habe gehört, die sind aktuell auch bis zu 40, 45% am Fördern. Das ist natürlich wiederum eine ganze Menge, ne? Das ist mal, wenn du da Also, umbaust auf Wärmepumpe oder sowas, alles kriegst du Förderung. ja, wenn du, wie gesagt, 45% kriegst, das ist natürlich auch nicht ganz wenig, ne? Das mal sozusagen. So, jetzt kommt hier überall Soja. Wir werden so die Soja-Kings, das ist unheimlich. Wir werden so die Soja-Kings, ne? Wird richtig unheimlich. Plöpp, plöpp. Ich finde schon so gerne Produktion. Ja, und ich wäre gern reich. Ne, reicht nicht unbedingt, aber. Ne? Ne. Im realen Leben, dort fände das okay. Ich Nur käme so, damit dass klar, ganz ich. ehrlich. Ja, ich käme auch mit klar, aber für mich würde nur reichen, dass ich so viel hätte, um meinen Auftrag abzuzahlen, wenn es auch erledigt ist. Und ich praktisch von dem, was ich erarbeite, einfach gut leben kann. Fertig. Ich brauche nicht mehr. Wenn du zu viel hast, hast du zu viele Arschgeigen, die zu dir kommen und dann irgendwas wollen. Nee, ich würde das gar keinem sagen. Das fällt auf. Meinst du? Ja. Weiß ich nicht. Ich hätte, Doch. wie gesagt, ich hätte ja auch keinen Supersportwagen oder sowas. Ich hätte dann halt vermutlich auch so ein Xerion vor der Tür oder so. Allein Ja, was du. eher nicht. Vielleicht von der Optik her oder sowas. So ein Axion reicht ja. Oder so ein Arion. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich ein Arion mit Frontlader. Egal, was du neu hast, die werden erstmal alle gucken und dann auf einmal beobachten die dich. Und hast du erstmal dann deine Serien von mir aus, dann hast du ja auf einmal, keine Ahnung, was geleistet, was dann auch wieder ein bisschen mehr kostet. Und auf einmal fällt den auf, warte mal, du hast jetzt in einem Jahr, hast du, sagen wir mal, 400.000 ausgegeben. Wo hast du im Lotto? Ja, 400.000, fertig, ist nichts mehr übrig für euch, sorry. Denkst du? Ja. Denkst du? Da wird deine Frau ausgequetscht. Oh, ein Bekannter hat neu gebaut und musste mit Wärmepumpe bauen. Jetzt hat er 400 € Stromkosten. Das habe ich von vielen gehört. Dass die jetzt von ihrer Wärmepumpe doch ja nicht unbedingt angefressen sind, aber es war anders geplant, sagen wir es mal so. Und ja. Gut, wobei, wie gesagt, ich würde auch nicht mit Wärmepumpe bauen, muss ich halt dazu sagen. Gefällt mir einfach nicht. Und man muss halt Fußbodenheizung haben, ne? Also soweit ich weiß, oder es ist deutlich besser, wenn man Fußbodenheizung hat. Finde ich jetzt auch nicht so gut, sagen wir es mal so. Also ich finde klassische Heizung, weil mir gefällt es einfach besser. Ich weiß, dass eine Fußbodenheizung effizienter ist und, aber ich weiß nicht. Ich finde die klassische irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Ich habe Fußbodenheizung. Zum Und Lottogewinn manchmal. bekommst du extra einen Berater, der dir dann Anweisungen gibt, wie du dich zu verhalten hast. Ausgezeichnet. Richtig. Echt? Ist das Richtig. echt Ja. so? Krass. Und wenn du einen richtig hohen Betrag hast, wird dir Berater dir direkt von vornherein sagen, ziehen Sie um. Wieso? Ja, was ich gerade gesagt habe, die Leute merken das, wenn du Geld hast. Ja? Die merken auf einmal, dass du 5 € mehr hast, weil du dich einfach auch veränderst, weil du weißt,
Du musst jetzt nicht mehr auf dein Portemonnaie achten, von wegen, komm, ich lade dich mal ein fürs Kino oder fürs Essen. Wenn die dich jahrelang kennen und auf einmal merken, du hast auf einmal sonst so, ich will sagen, der Geier halt, ne, aber schon auf dein Konto geguckt und auf einmal lädst du alle ein. Das machst du einmal. Da wird doch keiner drüber nachdenken. Beim zweiten Mal vielleicht, oder beim dritten Mal oder sowas, weil du es einfach dann spontan machst, weil du weißt, du hast es ja einfach, weil du lockerer wirst. Dann fällt es den Leuten auf und dann, ich sage dir, die Frau ist danach der Nachteil, weil die willst du ausplappern. Alleine schon vom Kaufverhalten in Schuhen oder so, oder Kleider oder sonst irgendwas. Meinst du? Aber ich, bei meiner Frau weiß ich definitiv, das wüssten die alle am gleichen Tag wüssten die dann. Sehr gut. Sehr gut. Wärmepumpe ist aber ein Muss im Moment. Boah, ich glaube aber echt? Nee. Ich glaube, Ja. du kannst doch auch Pellets oder Solar nehmen. Nein. Also Photovoltaik. Wie nein? Du weißt, dass die Grünen irgendwo da oben rumschwirren, ne, und meinen, das Sagen zu haben. Ja, aber Wärmepumpe, wie gesagt, ist eigentlich, also es gibt da, ne? Wenn du, ich hab, wo ich damals gebaut habe, hieß es auch, ich hätte Wärmepumpe haben können, ich hätte hab ja Gas, ne? Oder noch irgendwas anderes konnte ich damals haben. So, ich habe mich auch für Gas entschieden, weil damals hat noch kein Krieg oder sonst irgendwas die Probleme, weil die Welt war ja im Frieden. So, aber ich habe Auflagen, ich habe ein Haus, das ist ein K470 Haus. So, ich musste jeden einzelnen Tackernadel, die ich an die Folie gesetzt habe, nochmal separat abkleben. Nicht? Dann kommt eine Druckmessung an der Türe, wie ist dann die Effizienz und allem Pipapo. Du hast Auflagen über Auflagen. Schaffst du diese Auflage nicht, kann es sein, dass du deine Förderung verlierst. Und das sind Tausende, die du verlierst. Ja, sicher. So, dementsprechend ist Aber es. das heißt, ohne Förderung kann ich wieder einbauen, was ich will, ja? Das interessiert da wieder gar keinen. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, dass du schon deine Vorgaben haben musst, weil ich glaube, generell, bei mir war es schon damals, dass sie gesagt haben, KfW 70 Haus ist so das Maß mittlerweile beim Neubau. Krass. Ich Ich glaube, bei weiß den Altbauten reden die immer über KfW 50 oder so. noch ganz genau, weil die hatten noch keine, du kannst ja nachrüsten, Doppelverglasung, Dreifach-, Vierfachverglasung, so alles, um halt den Effizienzwert zu steigern, um Ja. natürlich auch für dich eine Förderung herauszuschlagen. Was sich ja auch dann wiederum auf deine Rate auswirkt. Wieso wirkt sich das auf meine Rate aus? Ja, ich habe bei mir damals mit der Füllung, habe ich, der günstigste, den ich hatte, war bei 0,9%. An Zinsen nicht zahlen musste. Ja, die Zeiten sind vorbei. So, und ich habe ja zum Glück ja noch Glück gehabt, dass meine gerade ausgelaufen ist und ich für die nächsten 15 Jahre einen Festzins von 1% habe. Ja, das ist echt geil. Ne? Und freue ich mich natürlich schon erst ab aktuell. Ja, definitiv, solltest du auch. So, und das haben ja. Ach, Janis ist da, grüß dich, Janis. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Ne? Nee, Und ich habe auch andere kann ich dir Kollegen. sagen, die sind im Ja. Prinzip je Monat sind die etwa 1% hochgegangen. Ja, und ich habe einen Kollegen, der hat auch gerade, also ist auch Bauen und allem Pipapo dran und der hat das noch nicht mit den ganzen Förderungen. Und bei dem ist komplett alles geändert worden. Angepasst auf die neue Lage. Er sagte auch so, wie soll ich das alles bezahlen? Hallo? Gar Ne? nicht. So. Du, als wenn du jung bist und dann, wenn die dich sagen würden, ja, nee, wir wollen nicht, dass du baust, wir wollen, dass du Miete zahlst. Ne? Oder dich so verschuldest, dass die dein Geld alles nehmen, du bist pleite und dann kannst du in Privatinsolvenz gehen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, die Rechnung, ne. Deswegen, ich bin so froh, dass ich es damals noch gemacht habe, in der heutigen Zeit. Oft genug ärgere ich mich über Haus, über die Kosten und allem, pipapo, so ist nicht. Na, aber es war doch gut. Na, ich zahle meine Rente. Wenn irgendwann die Einheitsrente kommt, hier direkt mit 1000 Euro im Monat oder sowas. Ja, vermutlich. Also wir auf jeden Fall. Die Jugend, ja. Die Alten haben noch was Glück gehabt. Muss auch bei dir gucken, weiß ich nicht, ob es so ist, beim Bauen und sowas alles, ne? Oder auch beim Neukauf. Wie hat der damals auch noch Förderung gekriegt? Frisch verheiratet, Bratenofen bestätigt, 3 Monate alt und sowas, ne? Also 3 Monate schwanger und so alles. Da hatten wir auch damals viele Förderungen für gekriegt. Okay. Für Jungehe und ne? Kind und sowas alles. Gab es damals alles Prämien. Für Jungehe. Ja, also dass du frisch verheiratet bist und das, ich war noch jünger, ich habe das Haus ja schon ein paar Jahre. Ja. Und da gab es damals die ganzen Förderungen dafür. Abgefahren.
So, Moment, der Artorius hat auch noch geschrieben. Ja, beim Altbau ist das aber so eine Sache mit der 3-4-fach-Verglasung wegen dem Schwitzen vom Haus. Das stimmt. Richtig. Das habe ich auch schon jetzt oft gehört. Da muss man auch verdammt aufpassen. Und dann musst du ja Jetzt. theoretisch auch die Fassade dämmen und. Und das ist alles beim Altbau gar nicht so einfach. Ja, du hast ja vielleicht, kannst ja B- und Entlüftungsanlage reinbauen. Dann hättest du ja wieder Vorteil oder zum Thema Schwitzen und so Oder alles. ich lasse das Ding einfach erstmal und ziehe da ein und Ja, beschäftige klar. mich dann damit. Ja, aber wenn du dann auf einmal Löcher machen musst für die Rohre und so alles und das alles wieder verschalen und so alles, ja. Also wenn du wie gesagt jetzt dämmen willst, musst du ja eh eigentlich von außen komplett machen. Also Ja, von ja. daher ist mir das ja relativ wurscht, ob ich jetzt Innenwände reinkloppe. Und das haben ja auch schon, oder habe ich mich auch schon dezent zu erkundigt. Also viele schreiben, wenn, wie gesagt, Dämmung, dann wie gesagt, auf jeden Fall, wie gesagt, von außen. Ja, außen ist das Erste, was du tust. So, und wie Alles gesagt, klar. ganz wichtig halt auch vom Außen wegen dieser, ja, wegen irgendwie, auf jeden Fall mit, damit das gut zirkulieren kann. Irgendwie sowas. Guten Abend, lieber Zaraizani. Ja, wir sind aber tatsächlich in der letzten Stunde. Aber schön, dass du dich noch dazu gesellst. Wenn es ein Sandsteinhaus ist, nix dämmen. Inwiefern nix dämmen? Weil geht nicht oder mache ich nur mehr kaputt? Oder warum, wieso, weshalb? Sandstein. Das interessiert mich jetzt auch mal gerade. Weiß gar nicht, was Sandstein ist. Man hat mir damals, wo ich gewohnt hatte, in der ersten Bude, wenn du dann irgendwas in die Wand schlagen wolltest oder ein Loch gebohrt hast, da hast du erst die halbe Wand mit rausgeholt. Cool. Weil es alles mit Sand praktisch dann, ne, verputzt war, wie auch immer. Das atmet schlecht. Okay. Ja. Ja, hier geht ein Geld flöten. Alter Falter. Übel, ne? Also da muss man dann relativ viel lüften. Schlecht. Ja, ich bin mal gespannt. Ich guck mal, wenn ich die ersten Wände offen habe, werde ich euch berichten, was es denn jetzt für ein Stein ist und was nicht. Und wieso, weshalb, warum. Wo eigentlich gerade unterwegs? Feld 8, Groban. Oder ist der Vertrag schon fertig? Ne, ich glaube nicht. Prüfe, ist gerade am Speichern. Wo sind wir denn? Ne, Ach, da hinten lang. 98%. Mit dem Sauber. guten Case Steiger. Ja, hier oben, das ist der Wahnsinn. Das, nebenbei, Jan, dass du noch zuguckst, das ist hier ein Auftrag, dafür kriegen wir 90.000. Aber das müssen wir düngen. Ne, ansehen, Entschuldigung, wir müssen das Sehen. ansehen. 38 Hektar waren das, ne, oder 36 Hektar. 36 Hektar, ja. Na, das Vorgewände bin ich zweimal gefahren, das ist der Bot hier dran. Ich habe hier allein schon mehr zu knapp 3000 Liter an Saatgut verballert. Nur für zweimal rumfahren. Da gab es Unser dann ein Schütze macht hier einen Schimmelbefall. Auftrag. Das Feld haben Hallo. wir uns mittlerweile gekauft. Das Feld 7. Ja, kaufen können wir. Also ich. Ich wollte sagen, du. Ach komm, du hast auch schon gekauft. Was denn? Den Deutsch. Ja. Da, siehste. Ja, Einen da haben wir es Deutz. doch. Da haben wir es doch. Einen Da haben wir Deutz. es doch. Im Vergleich zu dir war das ja, ein Rabattkauf. Hey, Errungenschaft freigeschaltet. Samariter. Okay. Cool. Okay. Hast wahrscheinlich so und so viel irgendwas gemacht. Ich habe absolut keine Ahnung. Die beim Schütze drüben, die sind gemietet. Und bei mir ist nur die Amazone hier hinten gemietet. Aber es ist halt mein schöner Deutz, der die Amazone antreibt. Genau. Weil eigentlich sollten für den Auftrag hier, für den 90.000er Auftrag, Geräte da sein. Bei mir wurden sie angezeigt, beim Schütze wurden sie nicht angezeigt. Ich habe drauf geklickt auf Mieten. Dann hatte ich den Auftrag aber direkt angenommen, aber es waren keine Geräte da. Also haben Genau. wir jetzt ein bisschen umdisponiert. Naja, und wie du siehst, ich lasse den Helfer laufen, weil, ja, nee.
36 Hektar. Wenn ich sehe 78, ich kann ja gucken, ich habe das Ding hier, glaube ich, ne? Nee, das war die Produktionsübersicht. Dieser Toto wirft das Geld mit beiden Händen weg. Ja, das finde ich allerdings auch Zarazani. Das finde ich auch. Das ist mir auch schon aufgefallen. Nee, nein, nein. Ich finde schon. Was war das Feld? Was war da oben für ein Feld? Hier, Feld 50, ne? Ja, 50 warst du. 50, 36,123 Hektar. Also wenn Auftrag kommen sollte für Feld 78, das wird keiner von uns annehmen, ja? Das steht übrigens auch jedes Mal in den Verträgen drin, ne? Wie viele Hektar das ist. Ist dir das nicht aufgefallen? Doch, ich hab's gesehen, aber ich guck gerade wegen dem Feld 78, weil das steht nämlich nicht da dran. Ja, Ne? da würde ich glaube ich Wenn auch du keinen so Auftrag guckst. annehmen. Weil das Feld 78 hat mal eben 109,1887 Hektar. Ja, großartig. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall vielleicht noch Feld 71 pflügen. Sind nur 17 Hektar. Und wir sollten auf jeden Fall, wie gesagt, bei der Ernte sollten wir da drauf schauen. Ich glaube, das könnte richtig interessant werden, wenn es hier um Ernten geht. Dann wird das nämlich auch sehr interessant hier mit den Feldern. Weil dann können wir uns ja auch deren Erntetechnik ausleihen. Und wie gesagt, meistens bleibt ja bei der Ernte doch einiges für uns übrig. Und das heißt, bei diesen Feldern hier ist dieses einiges sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Hast du auch gerade den Pixelbrei bei 54? Weiß ich nicht. Ich bin hier am Grubbern. Die Kartenübersicht habe ich das noch. So, ich mach das jetzt hier auch fertig, ne? Soll ja auch anständig sein. Mach du mal fertig. Ich mach mal das Feld wieder hier pflügen können runter wir eigentlich auch so. direkt machen, ne? Oder wo war denn die 71? Da oben, schön viereckig. Ah. Bei dir ist das okay für Helfer E hat 54. die Arbeit außerplanmäßig beendet. Tank ist leer. Bei mir? Was? Na. Meiner fährt noch. Ah, der Arion. Der sollte, den habe ich gerade Saatgut streuen lassen. Dünger streuen lassen. Und was haben wir dem weggenommen? Den Dünger Genau, Kaufrecht. den Dünger. Deswegen ist das Geld auch nicht so weggeflogen. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Und wir haben halt Dünger auf dem Hof noch hinten. Sehr gut. Also beim Shop Beim meine ich. Händler, genau, ja. Recht hast du. Da waren noch zwei. Da stehen sie ja. Zweimal Dünger haben wir noch. Ich glaube aber, der ist auch so gut wie fertig, also von daher ist sowieso egal. Wow. Das mochte der jetzt nicht. Da war der Graben doch etwas zu steil für. Ach, da bist du drin. Sehr schön. Fährst du wieder die direkten Wege? Ja, das hat sich angeboten. Ja, Über die gut. Straße rüber. Ist Komm. halt auch ein Traktor, ne? Der kann das. Da fällt auf jeden Fall mal der Größenunterschied auf, ne? Ja, ist ja gut. Komm. Guck mal hier. Ich muss Lenkrad machen hier wieder dran. Da. Arion 600 und der ist eigentlich in der Realität gar nicht so klein. Gegen den Case-Steiger. Abgefahren. Naja, gut. Haben wir das erledigt? Schon mal gar nicht Ja, so schlecht. ich fahre mir einen ab durch. So, Das zack, stimmt, bumm. ja. Ist mir auch aufgefallen. Ja, ab und an habe ich das, ne? So. Ich würde sagen, ich beende dann meinen Vertrag, oder? Ja, ne? Wenn du fertig bist. Bin ich. So, 71 Pflügen meinst du? Gibt Aber 44.000. Sagen wir mal, 14.000 kostet uns die Helfer, sind immer noch 30.000. Ja, ist okay, ne? was du nicht lassen kannst. So, direkter Weg abgeschlossen. Aber ich glaube, du hast recht. Der musste, glaube ich, nur hier einen Streifen machen, ne? Ja, Die ja. 5 Meter, ja. Ja. Aussieht wie so ein kleiner So, Adlerkapitel. Pflüge, was haben wir denn hier? Das da 6 Meter kann der nur, das ist erbärmlich. Der kann 8 Meter, der Tiefenlockerer. Ich will da reinfahren. Oh, aber 435 braucht der am PS, das haben wir nicht. Oh.
12 km/h. Ich glaube, den Flug haben wir, ne? Der braucht Kalk, ne? Feld 7, Jung. Ja, auch. Aber wir wollten doch alle zusammen kalken, oder nicht? Da ist noch nichts drauf, ne? Das ist einfach nur gedüngt und so weiter, ne? Das ist jetzt nur gedüngt. Und du wolltest eigentlich, oder wir wollten eigentlich alle zusammen kalken. Du wolltest Ja. aber vor allem erst die anderen pflügen. So, also habe Ja. ich mir gedacht, ich kalk da jetzt nicht. Weil warum sollen wir nur ein Feld kalken? Ist richtig, kann man da gar mal durchlaufen lassen. Genau, deswegen. Ich sehe doch, dass der Toto will wieder Geld ausgeben. Ja, genau so sieht es nämlich aus, Zareizan. Ich sehe das ähnlich. Wir lassen Ist uns dann nicht absolut beirren. gelungen. Wir lassen uns Absolut dann gelungen. nicht beirren, Zareizani. Die Kaufstatistik zeigt, unser Herr Schütze ist auf jeden Fall ein weiblicher Genosse hier. Was denn jetzt? Hat weibliche Adern drinne. Meinst du? Diese männlichen Tun. Wie viel Zu viel, PS viel hat im denn das Kauf, Ding jetzt hier? verkaufen, kaufen, verkaufen. 8 RT, wie viel hat denn das Ding? Du Jondiere, 8 RT, 458, 310. Was hat der hier draufstehen? 340, ne, da bin ich jetzt mal gespannt. So 340, 388 PS, ist das nicht zu wenig für den Flug? Ne, so gerade eben. Ach so, ich würde übrigens empfehlen, wir kaufen doch noch einen Tiefenlockerer. Okay. Ich habe gesehen, den Flug, den wir haben, ne? Aha. Ja, 2,5 Meter Arbeitsbreite. Ja, wir wollten noch einen Tiefenlockerer haben. Der Flug kann ja bleiben, Ah um was ja, zusammenzufügen. genau. Ja, So, ja, und ja. den Tiefenlockerer, ne, den anderen mieten wir für 500 Öcken, anstatt für 10.000 direkt zu kaufen. Zum Thema, ich bin, gebe Geld aus. Ja, ich kaufe den, hast recht. Wisst ihr? Können wir den direkt hier mit auf den Auftrag schicken? Also ich hätte da schon abbiegen müssen. Schlecht. Welchen hast du jetzt auch angenommen? Den Flügenauftrag auf 71. 71, das große Ding. Jo. Ja, ich habe eigentlich gedacht, da ist ja so ein absoluter Riesenflug mit abgebildet. Ja. Habe ich dann so gedacht, okay, der wird ja schon einiges an Fläche machen. Ja, geht so. Ich glaube 6 Meter oder was. Das ist irgendwie ziemlich, ziemlich armselig. Ist auf jeden Fall ein Riesenflug, ja, okay. Ja, ist der größte, den es gibt, ne? Okay, ja. Deswegen. Also heißt es, wir müssen eventuell nochmal eine Mod hier mit reinfügen, 1, 2, um das bei den Feldern auszugleichen. Was? Nö, wieso? Ja, Was willst du einfach. hier noch ausgleichen? Ach, was für uns eine vielleicht eine Sämaschine holen, die einfach 30 Meter Spannweite. Ach so ein Quatsch. Dafür braucht das Ding aber auch 700 PS. Ist doch egal, ganz ehrlich. Das ist immer dieses. Weißt du, es ist ja eigentlich auch nur wieder ein Verschieben. So, wir haben ja jetzt auch die Leistung, wir brauchen halt nur mehr Zeit. Aber wenn du an unsere anderen Spielstände denkst, da hatten wir ja im Prinzip. Ja, nicht mal ansatzweise solche Felder und solche Flächen zu machen. Ist richtig. So, aber da hatten wir nachher die Großgeräte und waren ja dann auch wirklich in ein paar Minuten immer durch. Das ist doch auch nicht Nein, dass so wir da jetzt uns, das Wahre das war gewesen. ja, okay, ich muss sagen, der Fan 1050 da, der war ein bisschen vielleicht too much und so was. Aber ich sag mal, für meine Felder, was hatte ich denn da großartig? Ich hatte meine 4, glaube ich, Deutsch 7. Eine 9er. Oh, das ist gar nicht. Was? Moment. Das Feld 72. Ich muss noch weiter. Oh mein Gott, jetzt hätte ich hier fast einem anderen das Feld kaputt gepflügt. Ha! Geradeaus die nächste und Ich dann. alter Schussel. Was ist Du das kannst denn? aber weiter. Du fahr einfach weiter geradeaus. Hat der kein. Das sollen die Rundumleuchten sein? Erbärmlich. Die Sieht ja gar Blitzdinge. keiner. Ja. Ja. Aber voll Mini. Guck mal. Ja, ich weiß. Was soll denn das? Ah Einnahme. doch, am Baum sieht es ganz gut aus. Doch, mit voller Beleuchtung da fährst. Besser. Muss ja auch sehen, wo ich hinfahre. Ja. 50 Meter Flugzeug, schreibt der Zareizani. Ja, das Und da wär's rechts doch. ist. Da rechts, da ist dein Dings, dein Feld. Ja, ich muss aber erst eine Brücke finden.
Hier sind ja Oben ist halt überall Gräben. noch ein bisschen und dann kannst du rechts fahren. Ja, ich sehe sie. Ich mach schon mal Beleuchtung an. Was für eine Qual. Auch wenn es 90.000 bringt, ne? Aber es ist einfach, das war too much. Nur abzubrechen lohnt sich einfach nicht mehr. Aber das war doch klar, oder nicht? Also war dir das nicht klar? Nö, ich habe jetzt mit 90.000 oder ganz Neues, okay, cool. Dass Und dann wollte ich ja eigentlich eine nur die Qual gemieteten ist, das Fahrzeuge. war dir nicht bewusst? Ganze Spiel ist zeitweise eine Qual. Ja, sicher, deswegen. Und trotzdem machen wir es jedes Mal, ne? Ja, ab und zu. Überleg mal, 4 Stunden sind wir jetzt dran, ne? Ich bin seit 4 Stunden 48 online. Ich kann bestimmt bei mir auch irgendwo nachgucken. So, runter damit. Wir gucken, ob das hier klappt mit dem Höhenunterschied. Dass ich hier wenigstens einen sauberen Anfang kriege. Hat nicht so geklappt. Hä? 4 Stunden 29 Minuten, leck Das ist ja mich jetzt herzlich. übel. Was war das denn jetzt hier? Hallo? Herr Was, David, Kollege. was hast du wieder kaputt gemacht? Ja, ich glaube, ich war ihm zu weit aus dem Feld raus. Er hat das jetzt hier am Rand nicht mitgemacht. Oh, Hier aber doof. aber dafür. Nee, macht er einfach nicht. Sieht schon nice aus. Das ist der größte Flug, den du hast, Ich oder? glaube ja, ich glaube, es gibt hier keinen größeren. Aber du musst auch fliegen, oder was? Ja. Ja, ich habe mir die Geräte ja von dem geliehen. So. Oh, guck an. Ich hatte halt erst überlegt, ob ich unseren Flug im Prinzip hier mitlaufen lasse. Aber dann habe ich halt die 2,5 Meter gesehen und habe mir gedacht, okay, das wird jetzt wirklich ein bisschen albern. Ja, wer Jetzt ist der weiß Größte? ich halt nicht, was gibt es denn da für unsere Leistungsklasse? Also bis 240, sag mal 250 PS könnte man so gucken. Was gibt es denn da für Flüge? Vielleicht könnte man sich da einen leihen, um da zu beschleunigen, aber. Also, es gibt ja den Caravanserland da, ne? 220 PS, das 3,5 Meter. Was gibt's sonst so? Ja, das geht so weiter runter. Der Lemke, der braucht 300 PS, hat 4,9 Meter. Und dann bist du schon bei dem, den du hast, aber der braucht 360 PS. Ja. So, Das haben und wir nicht. ein grober kannst du nicht nehmen. Also wenn nur ein Tiefenlockerer wahrscheinlich, wenn das Ne, ich glaube, ich funktioniert. würde hier tatsächlich auch bei einem Flug bleiben. Ich meine, wir haben beim letzten Mal auch festgestellt, der unterscheidet zwischen Flügen und Tiefenlockern. Es ist zwar wie Flügen, aber ich meine, der unterscheidet das trotzdem. Ja, hast du ja so eine komische, diese komische Maschine da, diese beim Tiefenlockerer. Der Ja. Bettner, ne? Letzte Diese. Stunde hat er gesagt. Nur mal eben noch pflügen, hat er gesagt. Nee, das wird. Ich glaube nicht, dass wir den Auftrag hier zu Ende machen, Sarazani. Dafür dauert das alles viel zu lang. Ich hoffe, dass, wie gesagt, der Toto gut vorankommt. Oh, guck mal da, Mietkostenfahrzeug. Ah, ist die nächste Stunde voll. Ah, okay, das Ding fährt jetzt schon seit einer Stunde. Meiner Ja, gehe ich kommt von an. aus. Ja, was anderes haben wir nicht am Laufen, großartig. Das Ja, hier sind dann ja müssen alles wir mal. Mietgeräte. Also vom Ja, man ist halt hier, ja. Vertragsgeber. Ja, ist bestimmt gerade eine Arbeitsstunde an der Amazone voll. Eine Arbeitsstunde und wir haben ungefähr die Hälfte erreicht, ja. Wenn man denn auch das Vorgewende hier mit Ich einbezieht. glaube, wir haben die Hälfte, ne? Stand da gerade 50% oder so What? Ehrlich? weit. Ja, ich meine schon. Ich habe nicht aufgepasst. Ich gucke jetzt weiter in Richtung Sonnenaufgang oder Untergang. Untergang. Untergang bei 18 Uhr. Ja, wir könnten theoretisch auch vorspulen, ne? Mal pennen gehen, aber ich weiß ja nicht, was dann da mit deinem Feld passiert, mit dem Auftrag. Obwohl Lass einfach laufen. eigentlich dürfte da nichts passieren, ne? Also wenn die Stunde, wie gesagt, voll ist, dann machen wir auch wirklich dann unseren Cut, weil dann, ich hänge jetzt die ganze Zeit hier und ärgere mich eigentlich mehr darüber. Warum? Und nicht schlecht, weil das ist zwar vielleicht leicht wie das Geld, oder ist auch ein Helferlauf, aber das ist genau das, was mich ja auch oftmals gestört hat. Deswegen habe ich ja eher so auch so die kompakteren Felder, so ein. Ja, aber dass du den Helfer laufen lässt, das ist doch jetzt im Prinzip eine rein persönliche Sache. Du kannst ja theoretisch, wie gesagt, jetzt auch den Arion nehmen oder was und kannst ja da Aha. Saatgut hochfahren. Aha. So, wenn der Helfer durch ist oder was oder bei dir steht, dann kannst du ja wieder übernehmen und ein paar Bahnen ziehen. Nee. Ja, siehst du? Das ist ja dann aber eine Feldarbeit. persönliche Sache. Ja. Es ist zwar Landwirtschaftssimulator, aber ich finde das so geil mit den Produktionen, dass ich eher dafür was mache und dann halt diese mittelgroßen. Kannst du dir den Auftrag anschauen? Da steht hier, wie viel Funktionen. Echt? Kann ich schon angucken? Ja, klar.
Mal Gehst gucken, wie einfach viel auf die Prozent. Aufträge, wenn du da oben auf aktiv gehst, dann steht da, wo wir hängen. Ja, 54%. Ja, aber auf der NS Marsch sind immer Helfer, sind Helfer immer nötig. Ja, das stimmt wohl. Ja. Aber wir könnten, oder man könnte zum Beispiel sich ins Farmhaus legen, eine Nacht pennen. Oder sagen wir mal bis zum nächsten Tag hier 8, 9 Uhr. Und dann könnten wir auf unserem Sojafeld 7 schon mal wieder düngen, eine Runde. Dann hätten wir da die zweite Düngerstufe. Oder wir gucken mal, was unsere Hirse macht vom Preis. Ach, und wie viel haben wir überhaupt rausgekriegt aus dem Feld? 54.000 habe ich schon gesagt, ungefähr. 87.749 Liter. Ja, Boah. so, hast du noch was eingetankt gehabt später? Alter. Ja, jetzt ist alles drin. Ja, Der neues. Preis ist auf 1,2. Ja. Gesunken? Nee, ist gestiegen. Das heißt, wir haben fast 100.000 Euro von dem Feld gekriegt. Jetzt mit einem Mal ernten. Oh, nice. Boah. Oh. Nicht so weit rein. Und dann überlegen wir uns einfach mal, was wir machen, wenn wir Raps haben, Sojabohnen. Oh ja. Okay. Boah, das ist echt heftig. Ja, gut. Ich mal, geh mal kurz auf Toilette. Bin gleich wieder. Ja, viel Erfolg. Ja, werde ich Nein, ich habe haben. C gedrückt. Ah, doch, ist er. So, und lauft. Auf geht's. Ne, macht das schon wieder nicht. Ja, weil ich ihn angehoben habe. Na, klasse. Fahren wir zurück und lassen wieder runter. So, und auf geht's. Ja, fahren wir jetzt hier noch ein paar Bahnen, wa? Und dann schmeißen wir auch den Helfer rein. Also ich denke auch, wie gesagt, auf der NF Marsch geht's nicht ohne. Ist hier aber in der Realität nicht anders, ne? Ich glaube, bei solchen Feldgrößen, wobei 10 Hektar ist, glaube ich, auch noch für manchen Landwirt in Mecklenburg-Vorpommern oder sowas, ist vermutlich auch noch so, dass der lacht und sagt, was willst du denn damit? Aber die haben ja dann meist auch die entsprechenden Maschinen. Muss man ja ganz klar dazu sagen. Wobei ich finde es jetzt schon sehr viel, muss ich also dazu sagen. Ich finde es sehr groß, sehr viel, aber ich komme damit zurecht. Auch dass unser guter, zuverlässiger Dominator dann halt mal 2,5 Stunden unterwegs ist. Mein Gott, passiert. Ist halt so. Aber wie gesagt, er macht auch seine Arbeit, ne? Wenn natürlich Kleingeld da ist, klar, warum nicht was Größeres? Würde sich auf jeden Fall auch lohnen. Bin ich mir ziemlich sicher. Doof ist natürlich, was mir jetzt gerade einfällt. Ich würde eigentlich am liebsten, wie gesagt, ein bisschen vorspulen, mich mal pennen legen. Dann wird aber natürlich auch wieder eine Tagesmiete für die Amazone fällig. Und das ist natürlich auch irgendwie doof. Das ist halt irgendwie auch richtig doof. Dass dann wieder so eine Tagesmiete halt fällig wird. Ah, hier noch ein Screenshot. Sehr schön, haben wir auch direkt hier unser Titelbild für die Folge. Unser Thumbnail, wie es so schön heißt. Ja. Bin ich mal gespannt. Mein Gott, das sind ja hier auch, ne? 17 Hektar oder was waren es? Sehr viel auf jeden Fall. Sehr, sehr viel. Und das mit einem 6 Meter Arbeitsgerät umgraben, das dauert auf jeden Fall. Das dauert eine lange Zeit. Wobei der 3,5 Meter Flug, der könnte natürlich interessant sein, ne? Lassen wir den hier auch mitfahren. Ich meine, jede oder zwei Bahnen, die der macht, da hast du direkt hier eine Bahn mit dem Ding gespart. Naja, wir schauen mal. Bis jetzt können wir uns ja eigentlich nicht beschweren, ne? Ein paar Spielstunden, schon haben wir, wie gesagt, große Geräte, ein großes Feld. Haben hier eigentlich schon gut zu tun. Ja, gut, der Toto, der will halt am liebsten wieder Forst machen oder eben Produktion, aber die kosten leider sehr viel Geld. Wobei ich da auch Lust drauf habe und ich bin mal gespannt, was es wird. Ich setze ja ein bisschen auf die Brauerei. Ich glaube, damit treffen wir einen guten Nerv. Im wahrsten Sinne. Mein Gott, was wurschtel ich mir denn hier wieder zurecht? Ach, einfach mal runter und los geht's. Oh, scheint doch ganz gut zu klappen. So, wunderbar. Doch nicht? Doch nicht so knapp. Ah, ticken weiter rüber.
Ja, das habe ich auch immer gemacht, LS19. Was hast du in LS19 immer gemacht? Brauerei? Also hier ist jetzt natürlich auch noch sehr viel dazugekommen, habe ich so gehört. Wie gesagt, auch mit dem Strom und sowas, das finde ich auch eine sehr interessante Sache. Da bin ich halt auch mal gespannt, wie das alles funktioniert. Hab mit der Whisky-Produktion da geladen. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Aber dafür braucht man doch eigentlich eine Brennerei, oder nicht? Keine Brauerei. Oder? Bin ich jetzt falsch? Whisky wird da eigentlich gebrannt. Dip, 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 dip. Hast nur Wasserweizen gebraucht. Sehr gut. Wobei das klingt wiederum eher nach Wodka, ne? Wodka? Nee, Wodka? Korn. Na, Wodka ist glaube ich aus Kartoffeln oder wie war das? Gab das meiste Geld. Ja, siehst du? Sehr schön. Gibt's denn hier eine Brennerei oder ist das ein separater Mod? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich kenne wie gesagt hier jetzt oder habe hier in Anführungszeichen nur die Brauerei gesehen. Weiß ich gar nicht, ob es hier auch eine Brennerei gab. So, bin wieder Oh, das war da. eine extra Mod-Session. Ja, Was? moin. Was? Mods? Mods? Was für Mods? Gibt keine Mods. Der Artorius erzählt gerade, er hatte eine Whisky-Produktion. War aber eine separate Mod. Okay. Auch auf den Nordfriesischen Marsch? Ja, denke ich mal. Also ihm scheint die Map auf jeden Fall sehr bekannt zu sein. Er sah Die die ist ja ganz. auch aus dem 17er oder so. 17er oder 19er ist diese. Ja, war aber wie gesagt, war eine Extra-Mod mit der Brennerei Ja. für Whisky. Weil ich kenne das nämlich auch noch hier mit den. Weil ich war damals auf Fett 31, 30, 32, 29 unterwegs. Das weiß ich noch. Und 34 hatte ich gehabt. So, das war mein Bereich, wo ich mich damals hingesetzt hatte. Nur damals, ich weiß auch noch, die Felder halt einfach so, auch wenn du mein Bad laufen gelassen hattest. Es hat nie richtig funktioniert. Die Ecken und Kanten halt, weißt du, hat er immer entweder offen gelassen, also nicht bedient, oder ist einfach irgendwo reingefahren und ist stecken geblieben und sonst irgendwas, egal wie viel Vorgewende du gemacht hast. Ja, ich habe aber hier gerade auch Und so einen kleinen Teil, da will er irgendwie nicht so richtig. ich weiß auch noch, damals hatten wir, ich weiß nicht, ob es ein Mod war, da gab es, da konntest du einschalten, ich glaube, es war mit dem GPS oder sowas, dass der Vorgewende fahren soll, weißt du, links rum oder soll rechts rum fahren, weißt du, wenn du Flug dran hast, dass er erkennt und sowas, sollte hoch und runter fahren und sowas. Das war eigentlich auch ganz cool gewesen. Damit kam er, glaube ich, nie klar hier. Wir haben die NF Marsh als Roleplay gespielt. Was, wo? Nee. Das ist heftig. Ich weiß Danke, nicht. Janis. Schlaf gut. Okay. Roleplay, das heißt also in richtige Gruppe, so wie damals Farmtown hier vom Ansgar und sowas. Ist noch mehr drauf gekommen, ja, Cosplay und unglaublich. Autodrive, bah. Naja, das ist ja, was du nicht magst, aber viele nutzen. Man muss es ja nicht nutzen halt, ne? Nee, sag ich ja. Das ist wie GPS zum Beispiel. Das ist ja verkehrt, GPS. Ah, geht. Nee, weil einfach du hast noch Möglichkeiten, wie mit Vorgewende und sonst was alles. Meine Nase wird auch nicht frei werden, ey. Deine Nase? Ja, ich hätte doch eine Nasennebenhöhlenentzündung gehabt und einfach so, von jetzt auf gleich fängt die auf einmal wieder zu an zuzugehen halt, ne? Klassiker. Ja. Irgendwie, wie gesagt, verhaspel ich mich hier auch. Mit welcher Seite? Wir waren, glaube ich, 8 Leute. Ja, die kann man hier auf jeden Fall auch gebrauchen auf der Map. Wir waren damals ja auch Schön. vier, fünf Mann, aber da hat jeder so seine eigene Produktion. Und damals war ja noch hier unser Field Action mit der Nordfriesischen Marsch.
ja, nicht so ganz bekannt. Auch die NF Marsch war da, ich war 19er, glaube ich. 17er oder 19er? Ich weiß es nicht mehr. Wo die erste Mal die Karte rausgemacht hatte, rausgekommen ist. Hat es jetzt ja auf der Karte auch viele Bugs gehabt und so weiter alles. Aber die Karte war einfach an sich so geil, dass wir die immer gespielt haben. Egal mit den Bugs und den ganzen Problemen, die wir teilweise hatten, das war uns sowas von egal. Aber wir hatten wirklich, der eine hatte, wie gesagt, hier die Dieselproduktion, ich hatte Holzfällerlager gehabt, ne, mit Palettenproduktion und sowas alles. Dann hatten wir unseren ganz normalen Getreidebauer, unseren Viehzüchter, ne, und dann hatten wir uns untereinander halt dann immer irgendwie was gegeben und sowas halt, ne. Also sprich, der eine braucht ja hier Raps, es braucht ja noch, glaube ich, Sonnenblumen und so alles für Dieselproduktion. Die Tierproduktion brauchte dies und durch diese Fabriken hast du ja auch etwas wieder abgeworfen. Das hast du dann praktisch ihm jetzt dann verkauft und sowas. Also war ganz cool. Ne? Das klingt so, ja, in der Tat. Na, dann müssten wir hier rein theoretisch auch mehrere Leute an den Start kriegen. Aber dann wird es halt wieder ein Großprojekt. Ja, und dann brauchst du auf jeden Fall auch einen Server. Ja, dann brauchst du auf jeden Fall einen Server. Habe ich eigentlich aktuell weniger Lust drauf, um ehrlich zu sein. Das geht mir nicht anders. Heute, ich weiß, wegen Urlaub jetzt zunächst, aber da habe ich privat einfach jetzt eine Menge, was ich mir vorgenommen habe, was ich jetzt erledigen möchte. Und dementsprechend, ja, kommt das einfach dann auch dann, ne? So. Ja. So, hat 65%. Na, bei Mein mir Feld dauert's noch. hat 7% gerade, ja. Ja, ich fahre ja auch mit 6 Metern Arbeitsbreite. Gut, ich kann ja gleich nochmal rüberkommen oder sowas. Das ist, was ich meine. Jetzt über den Sommer ist eh wenig zocken. Da hast du vollkommen recht, Artorius. In der kleinen Negativ. Schreimiete. Aber bei Also mir nicht. bei mir schon. Also wie gesagt, ich habe im Sommer auch ganz andere Sachen zu tun. Ja, ich fahre auch in Urlaub, also wir fliegen sogar in Urlaub. Wow. Und wie Aber gesagt, wenn das jetzt wirklich noch alles klappt mit Umziehen und sowas, dann ja, ja, das hat anderes. ist Wo das ich hier damals sowieso wieder gebaut eine ganz hatte. andere Welt. Wo ich ja damals gebaut hatte, war ich ja 2 Jahre weg. Zwei Jahre. Oh, ja, ich habe auch 2 Jahre Haus gebaut. 2 Jahre. Meine normale Arbeit mit der Wechselschicht und dann immer von Arbeit zur Baustelle, von Baustelle zur Arbeit, hin und her, hin und her. Klingt schön. Aha, toll. Nicht? Ne. Viel Zeit vor meiner Tochter verpasst. Da fährst du dann immer nach Hause hier stehen, halt, ne? Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Ohne Komplikationen, ohne Probleme, ohne dass die Leute rausschmeißen mussten, weil die alle doof sind. Ein Klassiker. Das sollte ja eigentlich fertig sein, ne? Schlüsselfertig. Schütze arbeitet noch am ersten 1%. Ach ja. Ich fahre jetzt hier, wie gesagt, jetzt bin ich hier dreimal hin und her gefahren. Jetzt fahren wir gleich nach unten noch einmal. Was hier Vorgewende? Genau. Und dann müsste der Bot vom Prinzip her nach oben und unten selber fahren können, denke ich mal. Das sind jetzt, wie gesagt, hier 3 Spuren. Ist natürlich ein sehr großer Flug, aber behauptet, Oh. er schafft das damit. Wenn nicht, naja, dann muss man halt noch ein, zweimal hinterhergehen. Ist, glaube ich, immer noch Eigentlich. weniger Arbeit, wie jetzt hier alles zu machen. Ich habe doch vorhin gesagt, mein Schichtführer Der gebaut hatte, genau Mausbau, dazu muss genau. ich sagen, hatte er zweimal Corona und Probleme mit dem Herzen und wir haben Conti-Schicht. Nice. Ja. Aha. Klingt gut. Das wird er auf Bauen. jeden Fall auch bleiben, bin ich mir sicher gemerkt dran. Ja, bauen ist, das kostet dich echt Haare und Nerven, du, ey. Und du verlierst mindestens 10 Jahre deines Lebens. Das glaube ich dir auch. Ja, das Doofe ist halt, man weiß, für wen man es tut, ne? Ja, das war ja auch die Motivation weiterhin, das zu machen. Wie gesagt, ich war ja so erschöpft, dass ich mir mit der Flex ins Bein geschnitten hatte. Damals hat es gar nicht gemerkt. Sehr schön.
Ich bin vom Dach gefallen und gut, damals, wir hatten damals ja also noch den Sand unten halt, ne, für den Estrich. Ich schön zum Glück in den Sandhaufen reingefallen. Aber was, wir haben Anthrazit Dachziegel. Ja, im Hochsommer, die werden ja arschheiß, ne? Ja. Ja, weil keine Chance. Wir hatten zwar ein bisschen die Dachziegel hochgehoben, dass du in die Bretter konntest, aber durch diese Angst, KfW 70, da kommt irgendeine Beschädigung, diese Kackfolie, dass du ja dann nicht die Förderung kriegst und sowas alles, dass da irgendwas passieren könnte. Ach, ohne, komm, einfach drauf. Boah, da war dann so heiß, irgendwann ist mein Schuh und sogar die Sohle geschmolzen. Oh, schön. Und dadurch bin ich dann halt dann futsch. Und Ja. tschüss, sagst du. Oh je. Ja, mein Schichtführer hat er zum zweiten Mal gebaut. Boah, auch Nee. hart. Nee, 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 nee. Keine Chance. Keine Chance. Wir haben ja zwei Häuser gebaut, so gesehen. Mein Bruder ist ja nebenan und so, aber so gesehen habe ich ja auch zweimal gebaut. Nie wieder im Leben werde ich nochmal bauen. Wir haben Interessant. für die Kinder haben wir ein Erbe hinterlassen, also von daher. Ja, das alte Haus verkauft. Ja. Naja, gut, also ich kenne tatsächlich auch einige Pärchen, die sagen, oh, das hat so gut geklappt, wir könnten uns vorstellen, das nochmal zu machen. Aber die haben halt auch alle, ich sag mal, mit Architekten und ja, halt nur wirklich mit bekannten Firmen aus der Umgebung gebaut, ne? Wo man halt auch schon, ich sag mal, über viele Ecken wusste, pass auf, das läuft mit denen. Die dann aber auch vielleicht noch mehr darauf bedacht sind, dass es läuft, weil man eben genau weiß, man kommt ja hier. Na, im Prinzip aus dem Dorf, aber ja. Ah, Torio schreibt gerade, also sein Schichtführer ist 54. Oh, fährt 50 schon 70%. Junge, Junge, das geht ja hier voran. Schon, seht ihr schon. Das geht ja hier voran. Ich freue mich, dass ich nur auf die 90.000, die auf dem Konto draufstehen. Dann ist. Ja, ich weiß auch schon, wo wir die investieren. Scheiße, du bist so eine Frau, Alter. Bei dem Ah. Spiel bist du echt so eine Frau. Als wenn du nur Schuhe sehen würdest hier. So ein Quatsch. In was investierst du denn? Gar nichts. Ich wollte einfach nur was sagen, was dich ein bisschen so Ja, in Rage triggert, wie schön man so schön bringt. sagt. Einfach nur ein bisschen den Toto triggern. Das kannst du direkt erstmal wieder zum Tilgen nehmen hier. Ja, ist okay. Machen wir so. Oder wir holen uns noch, mieten uns noch den Flug und ich komme rüber und lasse zwei Helfer laufen. Würde ich nicht machen. Ich würde tatsächlich, wie gesagt, eventuell. Wow, guck mal hier, ich habe auch schon 10%. Ich würde tatsächlich eventuell überlegen, ob wir uns nicht mal, wie gesagt, pennen legen. Dann wird halt wieder eine Tagesmiete fällig von der Amazone. Aber wir könnten nochmal unser Feld düngen. Wobei, wenn du jetzt schon 70% hast, können wir auch eher laufen lassen, oder? Ja, es sind aber trotzdem noch ein paar Bahnen, so ist es nicht. Ja, aber was bringt uns Und das die. Düngen? Ich habe ja hier auch noch ein paar Bahnen mit dem Flug. Ein paar sehr Ja. viele. Ja. Und denk dran halt, wir wollten ja eigentlich die Stunde und dann ne, Ende Gelände. Ja, genau. So machen wir es auch. Von daher lassen wir das hier noch ein bisschen laufen und gut ist. Hat nämlich Sarazani recht, ne? Wir wollten noch dies, wir wollten noch das und wir wollten noch jenes. 5 Stunden später. Wie damals noch, ne? Um 12 Uhr machen wir Schluss, um 3 Uhr morgens. Ich hasse mich auf jeden Fall, wenn ich hier aufstehen muss. Weißt du Also, noch? Artorio schreibt gerade, ich würde das große Fell wieder verkaufen und nur Aufträge machen. Na gut, ich bin wieder weg. Gute Nacht. Artorios, Gute dir auch Nacht. eine gute Nacht. Und wenn du Aufträge machen möchtest, ne, das Angebot steht. Du bist Ja. herzlich eingeladen. Komm So vorbei. ist nicht, genau. Wir sind ein großer Hof, also du hast dann auch schon wenigstens mal ein paar Grundlagenfahrzeuge, die du ja mitnehmen könntest. Und von Aufträgen Ballenpressen. Hier wäre Düngen 67.000. Ja, Düngen, wie gesagt, das haben wir nachher mal durchgerechnet. In dem Moment, wo du selber den Dünger bezahlen musst, bist du voll raus. Also Ja. ist das ein richtig schlechtes Geschäft eigentlich. Ja, Für denjenigen, der es macht. die Frage ist halt Düngen. Gut, Düngen mit dem beliebigen Dünger, Flüssigdünger. Flüssigdünger, da hast du ja den Vorteil, du hast diese riesen Spannweite auch. Diese Spinnen, meinst du? Ja. Yeah. Ich Und weiß da gar hast du nicht, ob doch. die was bringen. Oder ob. Du kannst, steht drauf, du kannst auch Flüssigdünger nehmen.
So, und wenn du dann, wo haben wir die? Wir haben einmal die Fahrzeuge waren ja gewesen, Die Pflanzenschutz. kosten auch Unsummen an Geld. Aber was. 36, 48,5 Meter. So, was es halt nicht besser macht, ist, dass du den Dünger bezahlen musst. Ja, Das ist das ist halt das richtig. Hauptproblem in dem Moment, wo du das machst. Der Flüssigdünger kostet um 2000 Liter, kostet 3200 Ja, Euro. aber wie lange halten Oder? die? Das ist ja halt auch ein Witz. Ich meine, guck dir hier die Felder an. Da Ja. weißt du selber, wie lange das hält. Das ist dann auch so ein 2 Meter gefahren, so fertig, 2000 Liter weg. So, und deswegen die Düngeraufträge ist, wenn man die mal durchrechnet, wie gesagt, gerade mit dem Dünger, den man zu zahlen hat, sind die nicht schön. Also so gar nicht. So, ich hoffe wirklich, hier 3 Bahnen reichen als Vorgewende, ne? Ich hoffe es so sehr. Die BGA ist noch nicht gekauft, ihr könnt nicht ins Bett. Boah. Hervorragend, Sarazani. Vielen Dank für die Erinnerung. Wir warten ja noch auf Leute wie dich, die das endlich mal durchziehen. Wir könnten ja Feld 7 als Wiese machen, dann könnte man BGA kaufen. Feld 7? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Wie gesagt, ich fahre ja hier gerade die ganze Zeit selber mit dem Flug. Diesen 6-Meter-Flug. Ich muss hier jetzt mal gerade gucken, dass das hier auch gerade wird. Oder beziehungsweise die maximale Arbeitsbreite nutzt. Obwohl das ja nicht wirklich so eine Breite ist, gefühlt. Wo das ja eigentlich doch so wäre, ne? Du hast diesen großen Schmarder, dann Feld 7 als Gras machen und dann daraus die Ballen pressen. Oder Können nee, gar wir nicht, das fahren wir wir ins machen, aber du Silo. fährst die Presse. Nee, wir fahren dann ins Silo. Dann machen Warum? wir ein Silo. Wir haben ja die Raupast hier als Mod da drin. Dann können wir alles zusammenfahren oder wahrscheinlich auch da Blattwalzen. Hier ist doch Die sowieso gehört ja diese, hier Platt. ist doch sowieso die Pistenraupe drin. Das ist Ja, ja nicht mal genau. jetzt eine Mod. Ja, das ist keine Mod. Ich habe ja nur die Planierraupe mit reingenommen. Ja, oder Planierraupe. Meine ich halt eben. Ja, und dann? Dann haben wir Silage. Mit den Förderbändern auf die Dings rüberladen und dann in die BGA schmeißen. Man braucht noch keine Ballen pressen. Aha, Und damit macht. genau deswegen haben wir das auch immer so gemacht, damit wir keine Ballen pressen müssen. Dann verdienen wir wieder durch die Silage ziemlich viel Geld. War Dann genau kaufst du dir richtig. deine BGA. Und ab dem Punkt an kriegst du auch irgendwann mein Holz und dann Ne, ich würde ist für sagen, wir uns. gucken, dass wir direkt in so eine Richtung gehen. Wir machen jetzt Geld mit unseren Feldern. Gucken wir, dass wir dein Holz oder sowas an den Start kriegen. Was auch immer, weil das wird auch wieder richtig, richtig kostenintensiv. Ne, die Ja. Holzmaschinen kosten halt auch Unsummen. So, und Helfer, tu was. So, das kostet ja auch alles richtig Unsummen. Und dann schauen wir, wie gesagt, wie es damit weitergeht. Gucken wir mal, ob wir vielleicht dann die Feldgeräte oder was ausweiten können. Oder. Weiß der Geier. Abwarten. Hä, wieso ist denn da noch so viel Rot am Rand? Was ist das denn? Wie viel weiter sollte ich denn hier noch fliegen? Das ist doch Quatsch jetzt. Optischer Fehler. Hoffentlich. Ah, sieht schon So, mal gut aus. Paletten. So. Jetzt gucke ich auch mal bei dir da oben. Boah. Junge, Sägewerk. ist das ein Feld, ne? Soll ich dir noch Saatgut hochbringen? Nee, nee, brauchst du keine Sorge. Hast du den Düngerstreuer nochmal voll gemacht? Vom Händler? Naja. Nee, nee, ich hab doch, achso, der Düngerspeicher von uns, der ist voll. Der ist komplett voll. Ja, also Sägewerk. er hat alles drin praktisch, was noch beim Händler war, das meinst du? Ja, genau. Okay, ja. Das Sägewerk kostet 1,1 Millionen. Oh, nett. Also, das ist aber nur Sägewerk. So, dann gibt es ja noch die Palettenfabrik, die kostet 1, also Pelletfabrik, so, die Ich kostet wollte gerade sagen, 1,3. richtig, ob man da auch Paletten rauskriegt? Weil es ist Warte, halt die ich. Pelletsfabrik. Die Oder ob man. Pelletsfabrik.
In dieser Pelletfabrik, Pelletsfabrik, kam mit Hilfe von Wartung, Strom und Leerpaletten zusammen mit Heu, Stroh und oder Hackschnitzel Pellets produziert werden. Das ist nur für Pellets. Deswegen. Das ist Sägewerk. Hast da schon Leerpaletten. Wo kriegt man Paletten her? Aus dem Sägewerk, ja, glaube ich. Aus dem Sägewerk. Denn ja, das können, Sägewerk können Bretterpaletten, Leerpaletten, USB-Platte. Ja, warte, ich Paletten. Muss mal gerade meine Katze anschreien. Warte, was musst du? Jetzt bin ich recht. Sparenplatten, Paletten und Hackschnitzel produziert werden. Also wir brauchen eigentlich nur das Sägewerk. Und das braucht nur Strom. Verwendeter Dünger, Produktionsliste. Werkstatt, Heizkraft, Komposter, Futterfabrik. Auch Holz, Sägewerk. Ja, Holz, Strom, Hackschnitzel. Aha, okay, cool. Hm, was sagst du? Also, ja, das gleiche Sägewerk wie damals. Aus dem Sägewerk machen wir auch Hackschnitzel, so gesehen. Ne, also wir produzieren auch selber Hackschnitzel, was wir dann wieder auch der Produktion zukommen lassen können. Beantworte meine Frage nicht, ob wir da Paletten herkriegen. Ja klar, du kriegst die Warenausgabe ist Leerpaletten, Hackschnitzel, USB-Platten, Spanplatten und Bretterpalette. Ja, sehr gut. So, und wir brauchen nur Holz und Strom. Nur? Ja, Holz und Stroh? Strom. Oder Strom. Mhm. Strom. Vom Heizkraftwerk, der BGA, Windräder und PV-Anlagen oder PV-Hallen. Mhm. So, die Frage ist natürlich, was für ein Stromfresser ist das? Ja, lass ich an. Gut. Mein Gott. Ich hab's halt wieder. So, sorry, jetzt wieder. Ja, ja. So. Ja, ich hab verstanden noch aus BGA oder PV halt. Ja, PV-Anlagen. Also Strom. Die Frage ist halt, ne, wie viel Strom frisst ein Sägewerk? Weiß ich nicht. Ja, genau. So ein bisschen, die, so mittel. Die kleinste, die hat 120, produziert die Strom pro Stunde. Ja. Und wenn das Sägewerk aber, keine Ahnung, so 300 Strom braucht, dann müssen wir schon zwei PV-Anlagen dahin klatschen. Jo, oder eine das, größere. Dann und wenn ist die das. Auf, ja, steht guck, das da nicht, was das Sägewerk braucht? Auf der Produktionsliste steht es nicht drauf, ne? Nur was du brauchst, aber nicht wie viel du brauchst. Hm. Guck mal, gehen wir noch ganz unten, ne? Da ist ein Ende. Ne. Und wenn ich jetzt wieder im Spiel gucke, Produktion. Was ist das denn? Das war ein Klärwerk. Pellet. Und was du? Das Sägewerk. Genau, mit dem Wasser hinten. Ach genau, dann wurde hinten das Holz einfach nur ins Wasser geschmissen. Richtig. Dann schwammert das immer so schön da rum. Hm. Richtig. Und das war auch damals immer verbuggt. Sehr richtig, schön. Richtig. Mhm. Sehr, sehr schön. So. Und die kleinste Halle Strom zum Beispiel, die bringt dir 125, kostet 80.000. Eine Durchfahrhalle klein, kostet 60.000, bringt dir 125 Strom die Stunde. Wo siehst du den Strom? Bei Produktion. Und bei den Fabriken. Wenn du ganz da hinten so, gehst, dann hast du das alles. Wenn ich bei Halle bin, dann steht da nämlich einfach nur, was die an Geld bringen. Ach, guck mal hier. Ah, hier bringen die also einfach nur Geld bei Hallen. Und bei Produktion bringen die Strom. Aha. Mhm. Und wir brauchen halt Strom. Großartig, sind aber die gleichen Hallen, finde ich witzig. Ja. 125 Strom. Da, große, 360. Guck mal hier, zack, schöne Halle. Okay, man sieht jetzt nichts im Dunkeln. Sollte man jetzt vielleicht auch nicht irgendwo hinsetzen. Ja. Wir haben so kein Geld dafür, von daher uninteressant. Ja, aber guck mal hier, kleines Strom-PV-Feld, schon 1200. Ein kleines? Wo hast du ein kleines? Ja, hinter den Hallen. Strom-PV-Feld klein, ja, für 400.000, meinst du das? Ja, ja. Kleines Windrad, 1000 Strom, siehst du mal, guck mal da. Ja, aber das Geld müssen wir jetzt mal haben. Und da hast du aber natürlich auch das Heizkraftwerk, ne? Da brauchst du wieder Wartung für. Ja, vielleicht kann man die einkaufen. Weiß ich nicht. Ja, auch nicht.
kann durch Strohhackschnitzel, Holzpellets und Strohpellets zusammen mit Wartung Strom produziert werden. Das fände ich nicht schlecht, vor allem halt wegen dem Stroh. Könnten wir Stroh reinklatschen, wir Blöde, oder eben die Hackschnitzel, die ja aus deinem Sägewerk kommen. Ja. Ja, ja. Viel zu tun, viel zu tun. Ja. Oder wir machen halt wieder wie damals Gewächshäuser, 5 Stück dahin klein, Wasser rein, fertig. Bringt uns auch nichts, wenn wir nicht spulen. Müssen wir uns auch nur einfach so ganz oft pennen legen, dann geht's. Gleiche ja. Haben wir hier jetzt auch. Also, können wir uns eigentlich auch schenken. Ich überlege halt gerade wirklich, hier unser Flug weggeben, 2,5 Meter. Den 3,5 Meter holen und mit oben aufs Feld schicken. 71. Ja. Ja, ja. Ja, aber ich will eigentlich jetzt, wie gesagt, 160 PS, der braucht 220, also könnten wir sowohl mit dem Deutz wie auch mit dem großen Klaas hinschicken, aber... Ja. Was ist der denn zur Miete? Tausender. Nee, ich glaube, wir lassen den einfach laufen. Ne? Das ist so ein Auftrag, den lässt man einfach laufen. Fertig. Ja, geht ja nicht um Geschwindigkeit in dem Fall. Würde ich jetzt zumindest sagen, sondern das Sägewerk, was hier ist, das können wir nicht nutzen. Das schmeißt einfach nichts raus. Nee, das ist nur zum Verkauf, ne? Da kannst du nur verkaufen, ja. Wie damals ja auch bei dem auf Colquest Valley. Nee, wo waren wir gewesen? Elm Creek. Elm Creek, genau. Na gut. Na gut. Na gut. Machen wir das so. Einkauf. Reifeisen. Ich möchte die Reifeisen suchen. Was kann man denn hier eigentlich alles einkaufen? Das ist hier nicht der Einkauf. Nee, auf der anderen Seite scheinbar. Du kannst nichts einkaufen. Warum nicht? Das machst du in den Fabriken selber. Hier steht Reifeisen Einkauf. Hier. Ich weiß halt nur nicht was. Weil ich keinen Hänger dabei habe. Mit dem Traktor. Elektroladestelle, Tankstelle, Bahnhof. Bahnhof hat übrigens auch einen Einkauf. Das wäre bestimmt mal interessant, da mal hinzufahren. Edeka, jawohl. Stadion. Was? Stadion? Ja, ja, Stadion. Kann man bestimmt Wurst hinliefern oder sowas. Spinnerei, Depot, nochmal Tankstellen, Aldi. Ah, da unten ist auch so ein Wasserbecken, da könnte auch ganz gut hier so eine Sandfabrik oder sowas rein. Wir können aber eigentlich darüber fahren, ne, zu den zwei Punkten. Ach, guck mal, hier ist auch ein Heizkraftwerk. Also vom Prinzip her wäre die Stunde rum. Ich würde dann zwei Begnas. Ich würde dann jetzt eher Feierabend machen. Ja. Und würde sagen, wir speichern jetzt. Vielleicht sollten wir beide die Helfer separat ausmachen, sonst haben wir nachher Probleme, wenn wir hier wieder reinkommen. Du erinnerst dich, das hatten wir ja irgendwie auch, wenn man rausgeht oder sowas und die Helfer liefen noch, dass die dann irgendwie rumgesponnen haben. Mal Maschine noch ausschalten. So, ja, meine Maschine ist auch aus. Ich bin aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt eine ruhige und erholsame Nacht und würde dann einfach mal sagen, auf Wiedersehen. Ja, oder kann ich mich nur anschließen. Ja, kann ich nur anschließen. Wunderbar. Einen schönen Abend euch noch. Bye-bye. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.